Ein wunderlieblicher Ort, wie es schon Heinrich Heine sagte. Moin, ich grüße euch ganz herzlich hier in Altona auf dem Altona Balkon. Was ich an Altona ganz besonders mag, sind die Menschen. Sie sind offener und toleranter als an anderen Plätzen. Das wird schon am Altona Wappen deutlich. Das Altona Wappen ist eigentlich genau wie das Hamburger Wappen, nämlich eine Burg. Aber das Hamburger Wappen hat eine Burg mit geschlossenen Türen und das Altona Wappen hat eine Burg mit offenen Türen. Muss man mehr sagen? Das größte Projekt, das derzeit in Altona läuft, ist die neue Mitte Altona. Es wird der zweitgrößte neu gebaute Stadtteil nach der Hafen City. Ich unterstütze eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die neue Mitte Altona der erste inklusive Stadtteil Deutschlands wird. Ich setze mich dafür ein, dass gleiche Arbeit auch gleich entlohnt wird. Das ist insbesondere bei Frauen nicht der Fall. Frauen verdienen nur 78% von dem, was Männer verdienen. Das ist nicht gerecht und das möchte ich ändern. Ich habe mir vor einigen Jahren einen Motorroller gekauft. Der macht mir unglaubliche Freude. Da mir so viel Spaß macht, habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte ein richtiges Motorrad haben. Dafür mache ich aber erstmal jetzt den Führerschein. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an mich habt, nehmt Kontakt zu mir auf. Auf Facebook, per E-Mail oder schreibt es gleich hier unten drauf. Just keep on.